Und da sind wir wieder zurück bei Unturned. Es geht weiter mit meiner kleinen Survival-Runde in Unturned. Ich habe die Map neu gestartet, bin also ganz frisch unterwegs, gerade dabei, mir die ersten Ressourcen zusammenzusuchen. Momentan schon ein bisschen Essen, Trinken, Rucksack, Bewaffnung, alles da. Noch kein Tod erleidet. Läuft also momentan. Ja, natürlich. Spacken, ey. Aber egal, dein Ding wollte sowieso los haben. Aber nur meine 3 Schuss verballert, die ich dabei hatte. Was haben wir denn hier noch? Nee, nichts davon brauchen wir momentan. Wir haben momentan Platzverschwendung. Was haben wir denn hier noch? Noch eine Can. Wobei, Can brauche ich. So, das stackt sich ja sowieso. Ah, jetzt bin ich gerade selbst im Überleben. Das weiß ich nämlich jetzt gerade gar nicht. Was hier der größere Rucksack ist, aber das ja mal gleich sehen. Ja, mal ein kleinerer. Aber okay, kein Problem. Und wieder ran damit. Und das ganze Zeug kommt wieder ins Inventar. Knapp-Pack ist also kleiner als das Skullback. Ja, okay, wusste ich gar nicht mehr. Alles klar. So, was haben wir hier? Und hier. Erstmal equippen, gucken, was da drin ist. Ein Schuss. Was haben wir hier? 3 Schuss. Ah, komm mal raus mit dem Ding. Achso, warte mal. Ich glaube, ich habe jetzt gerade das einer Magazin nachgeladen. Kann das sein? Natürlich habe ich das getan. So, jetzt dürfte nichts mehr drin sein an Ammunition. Ja. Ist nichts drin. Also, drop das Ding. Nehmt das Magazin. Und wir machen uns wieder ein 4-Schuss-Magazin draus. Alles klar. Obwohl ich sagen muss, dass ich mit dem Melee-Waffen einiges mehr Spaß habe in Unturned. Gerade sowas wie. Oh, Bandages. Oh, Civilian Bullets. Oh, Gold. Gerade sowas wie das Katana. Katana hier! Boah, fuck that. Macht unglaublich viel Spaß. Und ist halt nicht so laut wie eine Waffe. Haben wir's doch mal. Ha? 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 Okay, ist gut. Was haben wir denn hier jetzt noch? Barrett. 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 Wir haben Colt dabei, oder? Ja, wir haben Colt dabei. Das ist ein anderes Magazin bei der Barrett. Ich hab ja Bock auf die Colts. Hey, Apple Juice. Hey, kein Platz dafür. Wir schmeißen uns jetzt mal die Chips rein. Wir schmeißen uns dann auch gleich mal den Apple Juice rein. Klug, 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 klug. Was haben wir denn hier? Ein Candy Bar. Geil. Noch ein Candy Bar. Geil. So. Arrow, wo kommst du denn her? Geh weg. Und das ist auch weg. Geil, noch eine Cola. Hahaha. Läuft, 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 läuft. Bam! So ein bisschen Fleisch dabei. Brauche ich momentan noch nicht. Wenn ich einen größeren Rucksack hätte, würde ich das Zeug alles mitnehmen. Aber momentan muss man ein bisschen auf den Platz sparen. Auf Platz schauen und Platz sparen. Das wollte ich eigentlich sagen. Deswegen. Ich glaube, wir sind jetzt einmal durch Berrywood durch. Haben wir einen guten Kreis gedreht. Was haben wir denn hier noch? Ein Candy Bar, den nehmen wir noch mit. Cord zum Spawn, das ist nicht ganz verkehrt. Naja, egal. Ich nehme es mal mit. So. Was haben wir denn hier für Karren gehabt? Wir haben vorhin eine Feuerwehrkarre gehabt. Was ist denn mit der hier? Komplett leer, das war klar. Kluck, 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 kluck. Ich habe schon wieder zu schnell abgebrochen. Die Autos so laut sind, das ist mir echt ein Rätsel. Ich würde mir natürlich die Sportkarre nehmen, aber erst, wenn ich einen Blowtouch finde, also ein Schweißgerät. Ich fahre nämlich echt nicht gerne mit Karren rum, die schon komplett demoliert sind. Ich leg dich mal hier hoch. So, dann tanken wir uns mal kurz die Karre voll und dann geht's weiter. Ich muss sagen, ich hätte eigentlich ganz gut Bock, jetzt schon mal das Militärcamp zu raiden. Der gute Nahkampfwaffe haben wir schon. Ein bisschen First Aid ist auch schon da. So, also sowas verkackt, kann ich mich zumindest verbinden.
Und dann gucken wir mal, was wir da so an Loot finden. Habe ich jetzt gerade richtig gut Bock drauf. Ist voll. Sehr schön. Alles klar, dann geht's los. Oh, Moment mal. Wir waren ja am Turm noch gar nicht drauf. Nee, nee, das lassen wir uns nicht hingehen. Das lassen wir uns nicht entgehen. Bam, bam. Spacken. Oh, Gold. Pures Gold in Form einer Feldflasche. Nice. Ihr könnt weg. Du kommst ran. Feldflasche. Einziges wieder auffüllbares Gefäß in Unturned. Und das an jedem Gewässer. Fällt mir erst jetzt auf, die Einstellungen sehen richtig kacke aus. Warte mal, Leute. Ich glaube, nachdem ich die Map zurückgesetzt habe, hat sich eigentlich so ganz Grafik so zurückgesetzt. Junge. Hier sind wir zu Hause. Ja, na klar. Was soll das denn? Junge, Junge, Junge. Ach so, jetzt. Na so. Enable, 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 alles enable. Shameful, du willst mich mal verarschen. Dass mir das nicht vorher aufgefallen ist. So sieht mein Unturned aus. Mein Gott. Muhaha. So, bis auf zwei. Gehen einfach ins Wasser rein. Machen mal einen Linksklick und haben jetzt wieder eine volle Kantine. Ist. Ja, so lässt sich leben. Gut. Raid, 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 Raid. Nein, Turm, 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 Turm. Ach, goddammit, komm her. Oh. Ich hasse das, wenn ich nicht genug Stamina habe. So, erstmal hoch hier. So, soll ich abkacken? Ich denke, dass hier ein ganz guter Spawnpunkt für den Anfang. Den Helm nehme ich mit. Den Helm nie vergessen. Kopfschutz ist wichtig. Auch wenn es ein verkackter, hässlicher ist, wie ich gerade habe. Aber. Und los geht's zum Military Camp. Mäp, mäp. Boah, ist die Karre lahm. Ah, Sekundenschlaf. Essen ist da. Muah. Ach, wie ich das Katana liebe. Sonst nichts so wirklich an Loot dabei hier, wa? Ne. Denn denkt daran, auch die Zombies können Loot spawnen. Beziehungsweise, ja, Loot spawnen nennen wir es mal so. Also wenn sie umfallen, Loot da und so. Als alles erstes wäre mal ein großer Rucksack wichtig. Aber die Dinge nehme ich ja auch gleich mal mit. Ja, natürlich suche ich mir gleich mal was aus, wo ich dreimal drauf drücken muss. Panzerung, immer gut. Was haben wir denn hier sonst noch so? Morphin, auch nicht schlecht. Military Bullets, auch wichtig. Ich drop mal die Gloves hier. Ich nehme einmal die Military Bullets mit. Oh, die Spritze, die ist auch gut.
Die macht extrem viel von euer Toxic weg. Ich laufe nochmal durch und dann gucken wir mal. Ich merke mal auf jeden Fall, dass die hier liegt. Schauen wir mal, was wir jetzt sonst noch so finden. Die Bandages nehme ich mir auf jeden Fall gleich mal mit. Okay, in der ersten Baracke haben wir schon mal einen Laser. Wir haben hier eine Barrett, eine Map, die brauche ich nicht. Dazu kenne ich die kleine Map schon auswendig genug. Was haben wir denn hier? Noch mehr Military Bullets, eine Electric Trap, Cold Drop. Nee, nee, braucht man nichts. Davon brauchen wir nichts tun. Ah, yes. Yes. Dich habe ich gesucht. Ne, nicht dich, geh weg. Dich habe ich gesucht. Oh yeah. Gleich nochmal 8 Platz mehr. So stelle ich mir das vor. So, kommt mal ran, Jungs. Swift-Magazin nehmen wir mal mit. Oh, Military Pants. Und angezogen. Nix. Nix von Wert. Eine Landmine. Nee, damit sprenge ich mich nur selber weg. Das lassen wir mal. Wäre nicht das erste Mal, sagen wir mal so. Was haben wir denn hier noch? Oh, ein MRE. Das füllt Trinken und Essen auf. Kampfration der Soldaten. Nee, mir gefällt die Wutammer mehr. Also belassen wir es mal dabei. Die erste Baracke muss ich nochmal rein. Das muss ich mir merken. Hier ist sonst nichts Atemberaubendes. Aber atemberaubend muss ja nicht sein. Der Rucksack ist schon mal viel wert. Was haben wir hier denn noch? Military Bullets, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Man weiß nie, wann man erstmal eine Waffe findet, die die Bullets braucht. Und sie sind grundsätzlich ziemlich selten, weil man sie eben nur bei Military Loot findet. Indet. So, du bist auch weg. Hoch da, los. Eine Säge, ja, nehme ich. Nachher zum Sticks machen, auf jeden Fall wichtig. Flashshot haben wir schon, oder? Ja, Flashshot haben wir. Wenn wir, ich denke mal, ein bisschen Crafting werden wir machen. In dieser kleinen Runde hier. Und da braucht man eine Säge auf jeden Fall. Da nehme ich die doch gleich mal mit. Ich denke, auf den Turm waren wir ja noch nicht. Nein. Da guckt man doch schnell rauf. Und dann holen wir den restlichen Loot, den ich vorher liegen lassen habe. Oh ja, nochmal Military Bullets. Lapua heißt der hier. Tracer. Das ist für die Scharfschützen. Rifle. Also das Scharfschützengewehr, mein Gott. Null Schuss, ja, nee. Könnte ich zwar Military Bullets laden? Ach, ich behalte es mal, während ich Platz habe. Eventuell finde ich sogar bei meinem Glück noch eine. Bis jetzt läuft es ja ziemlich gut. So, Close nehme ich mit. Die nehme ich jetzt mit. Du kommst auch mit. Du auch. Schade, dass wir jetzt sonst keine Schusswaffe gefunden haben. Aber hey, man kann nicht alles haben. Ich habe aber dafür hier noch den Laser. Oh, warte mal. So, wir haben die hier auf. Nein, hier haben wir die. Was können wir denn hier alles draufpacken? Flashhider können wir mal draufpacken. Und ein Sechsfach-Zoom. Ja, warum nicht? Mal kurz. Ach, das ist auch eine Colt. Ja, weil, Mempa. Komm mal ran hier. Equip. 7 Schuss, perfekt. Raus damit. Und auf Wiederschauen. Tactical Laser nehmen wir mal mit, auch wenn wir sie momentan nicht an die Waffe machen können. Schade eigentlich. Was haben wir denn jetzt hier? Oh, mein Schnaufen Munition. Das läuft auf jeden Fall. Sechsfach so ein Flasher da drauf. Das macht schon mal was her. Okay, was haben wir denn sonst noch so dabei? Also ich habe schon ein bisschen Essen gefunden. Hier mit einem MAE und mit einem Candy Bars, das ist schon was. Wir haben schon ein paar Bugshots dabei. Wir vielleicht finden wir noch eine Schrotflinte, die behalten wir uns einfach momentan mal. Wir haben noch ein paar Gloves, wir haben schon 4 Bandagen. Wir sind ziemlich gut ausgerüstet momentan, muss ich sagen. Dafür bin ich ein ziemlich schlampiger Hans gerade. Erstmal mental sortieren.
die Ammunition dahin, wo ich sie sehen kann. Ja, passt schon. Das reicht fürs Erste. Ja. Ich würde sagen, das war's wieder für den Part. Im nächsten Part werden wir uns in diese Richtung aufschlagen und die nächste Stadt plündern. Und vorher nochmal bei der Brücke vorbeischauen, ob es da noch irgendeinen guten Loot gibt für uns. Das ist nämlich auch ein Military Spawn. Ja, so machen wir das. Also bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Schönen Tag noch.